war ein bisschen zu voreilig auf Record zu drücken. Guten Tag, willkommen wieder zu einer neuen Folge, Folge 33 bei Let's Play Book of Gold. Letzte Folge haben wir den 9. Ort gemacht und haben auch schon Level 50 trainiert. Es geht jetzt in dieser Phase sehr schnell mit den Orten, denn wir sind in Kanton gekommen, haben Indiana City gesehen, haben auch Urania City und jetzt sind wir vor der City und stehen vor, wie wir es hier sehen können. Da gehen wir auch schnell. Sabrina, und gegen die geht es jetzt auch los. Also Ort Nummer 10 steht ja jetzt sofort an. Deswegen gehen wir sofort in den Kampf. 10. Ort ab. So. Mal schön gucken, was wir hier machen. Da ist sie, Sabrina möchte kämpfen. Shinzia, guck mal, erster Arena-Leiter in Kanto. Der eigentlich nicht mal reinschickt. Luciana Level 46. Also sie hatte mal ein Evo, kann man so sagen. Ja. Aber auch ein Ort, das kann ich jetzt schon mal hier verraten. So, geht daneben. Gut. Machen wir mal Schaufler. Achtung, wir können keine Flammen mehr. Das seit einem Feuerriegel. Also, ich sag, das kommt bald noch, das Tonnen. Der kann um. Jetzt hoffe ich mal. Ah, nicht so schlimm. Doch, nicht schlimm. Nein, nicht, doch nicht so schlimm. Dann machen wir jetzt einen Sternschauer. Zack, weg. Ja. 1941 Erfahrungspunkte, gleich Level 51. Jetzt kommt Pantimos noch dazu. Bleiben wir dabei. Gesagt, kann auch keine Flammen. Die vielen Feuerstunden gibt es hier ja nicht. Läuterfeuer kann es ja auch nicht mehr. Ja. Die höchste Feuerattacke ist dann für die Flammdrachen. Gut, Stufe 1, Flammdrachen Stufe 2 und Flammdrachen Stufe 3. Es lebt noch! Mein Tony! Weg und Tonic erreicht der Level 51. So. Ja, da kommt noch eins. Simsala, aber wir wechseln. Jetzt nehmen wir mal. Ja, ich wollte eigentlich Ampharos, aber dann kommt dann Land schon aufs Spiel. Alle in 46, 46 und 48. Also Major Pop war dagegen stärker. Simsala aber auch schneller. Aber ordentlich. 110 HP verschwunden. Aber ein Punkt zu besiegen. Zack, Landtour direkt Level 56. Ist auch wieder fantastisch gemacht. Und gewonnen. Ja, so schnell kann das gehen nach knapp 3 Minuten. Nicht mal haben wir sie besiegt. Ohne irgendwie was anderes zu machen. So. Kommen damit endlich den dritten Ort. Ort Nummer 10 von 16, also 5, also 6 Orte stehen uns noch an. Das wird noch lange dauern. Ja, nicht so lange, aber ich schätze mal noch, dass wir die Folge 50 erreichen werden, aber so schön war wieder nicht. Ja, und dann hier lang. Zack, sind wir draußen. Ja, man kann wieder sehen und. Es ist immer noch Tag in Safonia City. Zeit von dem Aufzeichnen, das wollte ich eigentlich immer machen. Aber ich hatte mich an so viele Sachen gar nicht hier bei Let's Play Book. Das wird man auch gar nicht hier immer wieder einhalten. Und Center heilen wieder. Lassen Tornupto vorne. Machen wir jetzt Tornupto auf 55. Also wir können jetzt entweder Richtung Azuria, Lavandia oder Prismania gehen. Ich schätze mal, wir gehen mal Richtung Prismania City. Dort gibt es nämlich eine Menge zu sehen. Das ist nämlich auch dann schon direkt der nächste Ort, den wir auch machen können. Denn, wie schon gesagt, ich lasse mir bei solchen Orten nicht viel Zeit. Neuauflage klingt sie nicht so schön. Naja.
oder 16 Minuten. So. Tornupto. ein Vulcano meinte ich. Ja. Normal. Ist normal. Radfratz. So. Da heißt Erfahrungspunkte. Weiter geht's. Ja, hier ist zum Beispiel das Haus, da geht's jetzt dann natürlich der Untergrund Richtung. Da können wir mal reingehen? Oh, ist verriegelt. Oh, warum? Rüppige Trainer tragen auf die Tunnelfahrt Kämpfer aus. Da sich die Beschwerden der Anwohner häuften, wurde der Tunnelfahrt auf unbestimmte Zeit geschlossen. Ordnungsamt ist Mania City. Oh! Ja, das heißt, von hier aus können wir nicht nach Lavandia. Aber ist auch egal. Jetzt in Prismania City ab. Weil muss ich nicht. La 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 la. La 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 la. Aber da klingt die Musik klingt auch noch nicht von damals gleich. Dies Papu ist mein Partner. Frage mich, ob es sich wohl je ein Froschpokémon entwickelt. Ja. Können wir uns ja erinnern, hier stand glaube ich in Rot mal einer mit einem Quapuzzi, glaube ich. Oder auch mit einem Quapuzzi. Ne, steht ein Quapuzzi. Naja. Aber das wollen wir sehen. Hier, hier gab es ja immer ein Evoli. Ein Evoli haben wir ja schon. Ja. Sieht man ganz oben. Schön gemacht, nämlich gar nicht schön. So, lass mich eine gruselige Geschichte erzählen. Allerdings so unheimlich ist sie gar nicht, wenn es draußen noch hell ist. Komm wieder, wenn die Sonne untergegangen ist, okay? Naja, dann werden wir die Geschichte mal ein anderes Mal hören, wenn wir wieder in Prismania City sein sollten. Also, ein anderes Mal. Nichts Besonderes. Obwohl, da könnte was Besonderes liegen. Nee, nix. Naja, schade. So. Aber man kann ja auch sagen, bei Gold und Silber sind ja die Kanto, also ist ja Kanto quasi dazu geklatscht worden. Einfach ohne irgendeinen Grund zu nennen, ne? Aber naja. So, dann gehen wir mal hier rein. Süßen Pokémon sind meine Begleiter. Mit ihnen fühle ich mich nie allein. Und sie bringen mir sogar Geld nach Hause. Ja, kennen wir. Und da haben wir ein Pipi. Und das müsste dann ein Nidoran sein. Welches Nidoran, das werden wir nie erfahren. Aber durchs Geräusch habt ihr wahrscheinlich gehört, welches das ist. Nämlich ein Nidoran weiblich. Ja, Game Freak ist ja die Firma, die ja dieses Spiel hier hergestellt hat. Und man kriegt ja dann, wenn man alle 251 Viecher kriegt, man von diesem jungen Mann hier eine Urkunde. Ja. Spieledesigner. Ja. Schätze ich mal. Ich bete sie an. Wow. Können wir gleich auch mal hier die Spielautomaten ausprobieren. Haben wir auch in Yoto ja in Dukatia City gemacht. Hier ist nichts Besonderes, kann ich jetzt schon sagen. Das nehmen wir auch wieder raus. Und deswegen gehen wir da auch mal gleich mal rein. So, da haben wir noch einen jungen Mann. Soll ich dir ein Geheimnis erzählen? Prismania Villa hat eine geheime Hintertür. Ja, die ist aber nicht hier zu entdecken, denn die ist zugemacht worden. Also sprich, beispielsweise das Team Rocket Versteck oder so, das existiert hier gar nicht mehr bei Gold und Silber. Selbst auch nicht mal mit Kristall. Oder auch nicht, wie schon gesagt, halt, ne, ihr wisst schon auch in der Neuauflage nicht. So. Ja, das Prismania City Einkaufszentrum. Ist das hier auch jetzt schön renoviert worden? Ja. Kann man auch hier schön nach oben gehen, mal gucken, was uns da erwartet. Eine Dachterrasse. Das ist jetzt keine Dachterrasse mehr, sondern einfach nur schön irgendwie auf dem Baum. Auch hier gibt es keine Spiele. Ich wollte doch spielen. Geh weiter nach unten. Was willst du? Ein Spielautomat mit einem Roulette. Die gibt es schon lange nicht mehr. Naja. Ich spiele russisch Roulette. Ha ha ha. Ja, ich weiß, ich bin echt lustig. Echt lustig.
super, dann gehen wir auch wieder raus. Natürlich gibt es ja auch einen Fahrstuhl. Ist natürlich klar, der ist ja nicht defekt oder so. Nein, der läuft natürlich einwandfrei. Quatschen wir mal die hier an. Das Einkaufszentrum, das meine ich, ist die größte und beste Auswahl an Artikeln. Weißt du, was du da nicht findest, wirst du irgendwas finden. Hey, ich ziehe wie ein Vertreter, der eher für eine die Werbung macht. Mir wird ganz schwindelig, wenn ich beim Laufen auf den Boden. Da geht's Richtung Saphonius City, da ist ja auch der Radweg. Und hier gehen wir jetzt mal einfach mal rüber. Das habe ich bei Rot nie gemacht und dann da rüber gegangen. Ich hab den geholt. Hier sind vor kurzem Slimers aufgetaucht. Das ist ein Teil von den Slimers. Wie kommen sie her? Das ist ja nicht das Problem. Ja, man sieht deutlich, es hat sich viel verändert. Hier waren sonst Wasserpokémon, aber können wir gleich auch einen Slimer treffen, deswegen fangen wir uns mal eins. Das müsste jetzt ein Slimer sein. Slimer im Wasser. Naja, da hätte man auch irgendwie sich so geschickt machen können. Mit wenigstens Fehler werden können, dann blau. Naja, so. Daher, dass es 30 Level Unterschied ist, schätze ich mal, dass ich mal direkt einen Überball fange. Wird schwer, aber ich schätze mal nicht. Dumme Slimer. Oh mein Gott, es hat Fund eingesetzt. Nochmal. Hat so schön geklappt. Ja, Slimer haben wir gefangen. Damit haben wir jetzt auch endlich einen Slimer. Und ist 0,9 Meter groß, wiegt 30 Kilo und ist Schlamm. Ja. Bei jeder Bewegung verliert es Teile, aus denen neue Slimers entstehen. Dies verschlimmert den Gestank. Also kann sein, dass ich dort, jetzt wo wir gleich sind, jetzt erstmal übertragen, dass da, wo wir jetzt sind, ein Slimer war und es sich vermehrt hat. Vielleicht finden wir sogar einen Slimer-Packer. Nein, leider nicht. Na, sag ich doch, guck mal, sogar Level 15. Bis ich krieg's immer hin. So. Dann fangen wir es auf. Weil ich schätze mal, die Sternschau überlebt ein Slimer Level 15 nicht. Blödes Teil. Zieht auch nur zwei. Ja, es liegt auch daran, es ist Level 15. Es ist nicht Level 30 oder so, womit ich jetzt gerechnet habe. Naja, dann benutzen wir mal Smetbo. Ja, kann ja eine neue Attacke. Keine Sorge, kein Psychokinese einsetzen. Nicht bei dem Pokémon, was wir dann schaffen, oder wie ich probieren. Was auch funktioniert, ich muss auch noch dran denken, neue Bälle zu kaufen. Überbälle wären nicht schlecht. So, dann versuchen wir es jetzt noch einmal. Menno! Wenn das jetzt mit dem Superball, ne? Dann bin ich so. Ach, scheiße, ich hab nur noch jeweils eins. Oh Mann. Ja, Mensch, Meier, ne. Ich kann's nicht angreifen, dann ist es tot. So, letzter Hyperball, wenn's dann nicht funktioniert. Kratzer. Ja, du bist mir scheißegal, Slimer. Schlaf weiter. Smeppo, Premiere. Psychokinese. Ist ein bisschen brutal, ich weiß. Ist ein bisschen brutal. Ach, was soll ich? Jeweils 167 Erfahrungspunkte. Naja, hat nicht sollen sein. Also hier gibt es Slimers und Slimox sogar. Also Slimox Level 20, 21 und Slimox Level 15. Also ich hätte mir jetzt natürlich gedacht, die werden etwas stärker. Ja, haben viele gedacht. So, ich glaube, hier gibt es Überbälle. Ja, guck mal. Überbälle kaufen wir uns jetzt 25 Stück, 30.000. Müsste reichen. Dann verkaufen wir noch einiges. Beispielsweise... Nix. Ich habe noch einen Sonderbonbon, fällt mir gerade auf. Naja. Könnte jemand geben. Ich wüsste auch schon wen. Jetzt endlich mal Flammenwurf lernt. Na, auch nicht auf 52. Ich schätze mal auf 54 lernt es Flammenwurf. Ihr könnt natürlich mir nachgucken, ob
die Kommentare schreibt, dann weiß ich es in der nächsten Folge wenigstens. Aber jetzt habe ich neue Bälle und wir gehen in die Spielhalle. Wie schon gesagt, in der Neuauflage Hard Gold und Soul Silver existiert in der Spielhalle nicht. Hat ja aus, sagen wir mal, aus Gründen der Technik offiziell, ich bin mir sicher, also hochoffiziell, eigentlich schätze ich mal wegen der Spielsucht, die hier aufgetreten werden kann, ne, beispielsweise hier. Wie ihr wisst, ich habe es schon mal geschafft, den Jackpot zu knacken. Das mache ich jetzt nochmal. So. Das heißt, ich werde jetzt hier erst weggehen, bis ich den Jackpot geknackt habe. Wenn es gleich passieren sollte, was jetzt leider nicht passiert ist, dann werde ich es machen. Auch nicht so schnell durch. Nur wenigstens knapp 10 Münzen wieder, 12 habe ich aber verzockt. Nein! Naja, aber die Tüte kann schon mal frei ins Bereich. Naja. Mal eine Stunde. Ah, und ich habe aber fast Pikachu verloren. Guck mal, Pikachu, 8 Münzen gewonnen. Ja, aber deutlich mehr verschleudert. Ja. Jetzt passiert eben nicht so Spektakuläres. Ne? Ich kann es verstehen. Aber ich schätze mal, in Kanto sind die eher auch nicht so hartnäckig. 6 Münzen gewonnen. Also ich hätte jetzt schon eine Reihe Pikachu, Kirschen und Shiggy. Jetzt fehlt nur noch Stern, Pokéball und der Jackpot. Ja. Ich glaube, der Pokéball... Weiter. Blödes Geowatz. Da hätte nicht funktioniert. Schade. Das wechselt auch nicht. Das ist ein bisschen doof. Also bis jetzt fehlt uns noch, wie schon gesagt, der Jackpot. Dreimal Pokébälle, also 3x7 auch noch, das ist der Jackpot. 300 Münzen, ich glaube, Pokébälle geben jeweils 100. Also, wenn du 3 Pokébälle in einer Reihe hast, sei es waagerecht, senkrecht. Also waagerecht, ist klar. Ja, ihr wisst schon, wie ich das meine. Oh! Stopp! Oh! Ups! das war seitens meiner technischen Probleme. Wie ihr wisst, ich spiele auf einem Emulator. Ich leg mal die Maus zur Seite. Ja. Wie ihr wisst, ich spiele auf einem Emulator, nicht richtig auf dem Gameboy. Dann wird es auch noch schwarz-weiß sein. Nein, ich bin gerade auf die Maus gekommen, als ich mich aufgeregt habe. Deswegen, ja, jetzt zweimal so knapp, also das ist schon echt bitter. Das kann ich nicht rausschneiden, ne? Scheiße. Hier ist alles live on tape, ihr wisst das. Na, guck mal, wieder 10 Münzen gewonnen. Aber ich habe schon mehr als 50 verzockt. Schon wieder Pikachu. Das ist immer so ein bisschen hartnäckig, ne? Das ist immer so bitter. Oh. Beim dritten Mal bringt's auch nichts, Geowatz. Krieg wenigstens dafür 150 Münzen. Och man. Ich mag deswegen Geowatt. Na guck mal, schon wieder Pikachu. Ja, ich will aber 300 Münzen. Eher gehe ich nicht von diesem Tisch. Ach Gott, verdomme. Schon zum vierten Mal knapp. Das heißt knapp. Das mit X war wohl nix, heißt es eher. Rest der Folge spiele ich hier einfach nur in der Spielhalle. Also ich gebe mir noch Zeit, also ich gebe mir jetzt noch so viel, bis ich nur noch 200 Münzen habe. Wenn ich bis dahin nicht den Jackpot geknackt habe, lasse ich sein. Ich weiß, ich will dieses Versprechen brechen. Aber auch in dem Moment, wo ich das gesagt habe, werde ich es nämlich nicht brechen. Ja, ihr seht einen verzweifelt. Ja, ihr seht mich Gott sei Dank nicht, aber ihr seht, wie verzweifelt ich bin. Oh! Du beknacktes, beschissenes. Ne, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich hasse, wenn ich einen Geowatz sehe, Hydro-Pumpe. Tot! Ich mag's nicht mehr.
So, Annette ruft an. Hallo Wadi, hier ist Annette. Wie stehen die Dinge? Mein Pokémon geht gut, mir nicht. Nein, sie hat gegen einen Klofenser gekämpft. Schön. Ich hasse seit neuestem jetzt aber die Oma zu ordentlich. So, jetzt möchte ich euch noch mal kurz zeigen, wo ja eigentlich das Rocket versteckt wird. Wie ihr seht, hier ist ja die, Poster und hier normalerweise wäre ja etwas. Aber man sieht deutlich, das Rocket-Versteck ist weg. Also hier gibt es auch, glaube ich, nirgendwo so einen Bug oder so, wo man reinkommt. Würde, glaube ich, eher das Spiel crashen. Deswegen wäre das ein bisschen doof. Aber naja, auch selbst der Automat, der in der gelben Edition war, ist weg. Hier kann man dann seine Preise umtauschen, also seinen Gewinn umtauschen. Hier gibt es dann beispielsweise in Gold gibt es TM 32 für 1500 Münzen, TM 29 für 3500 Münzen und TM 15 für 7500 Münzen. Hier gibt es aber auch Pokémon, unter anderem, wie schon gesagt, für 9999 ein Porygon, für 6666 ein Evoli und für 3333 Münzen ein Pantymos. Ja, in Lucatia City steht man auf, Schnapszahlen. Deswegen sind sie alle blau. So. Ich habe schon wieder beim Spielautomaten verloren. Die Mädchen spielen auch an den Automaten. Versuch es doch selbst mal. Hab ich. Geowatz hat mir das Spiel versaut. So. Dann quatschen wir mal den hier an. Im Restaurant wird ein Wettessen abgehalten. Die sind beim Essen nur zuzusehen, bringt mich schon zum Platzen. Boom. So. Schlurf Sabber. Sprich mich nicht an. Du störst meine Konzentration. Fressenkonzentration, ey. Kalmund, reiner Kalmund. Also egal. Quantität ist mir wichtiger als Qualität. Ich bin erst glücklich, wenn ich platze. Ja, die Blutlache will ich nicht wegschmeißen. Mampf. Das Essen hier ist gut, aber in Lucatia City gibt es die besten Speisen der Welt. Ja. Rümelkau. Ich esse immer weiter. Nachschub, Chefkoch. Hi. Wir halten gerade ein Wettessen ab. Wir können dich leider im Moment nicht bedienen. Ich will auch nichts. Wadi hat... Oh, guck mal. Hier kriegt man Überreste. Überreste ist ganz besonders, denn das Pokémon, was Überreste trägt... Muss kotzen. Nein, es füllt die KP im Kampf auf. Also sprich, ich kann beispielsweise Tornupto das jetzt geben. Ne, tausche ich jetzt durch die Antiparabolysebeere. Und das werden wir dann gleich mal im Kampf erleben. Ich gehe dafür mal gleich mal einfach mal raus hier aus Lucatia City. Weil ich bemerke, dass ich mein Pokémon nicht geheilt habe. Sollte ich mal machen. Dann gehen wir mal ins Pokémon-Center nach Lucatia City. Und dann gehen wir mal in eine andere Route, wo wir vielleicht mal gegen einen Trainer kämpfen können. Wir haben bis jetzt ja nur einen Pokémon-Kampf hier gehalten. Das war nämlich gegen Sabrina. Und den Rest haben wir ja nur unser Geld verzockt in der Spielhalle. Ne? Also bitte denkt dran, einarmige Banditen machen süchtig und Spielsucht soll hier nicht gefördert werden, sondern man sieht einfach deutlich, Geowatz ist scheiße. Ja, also, wenn ihr einem Geowatz in einer Spielothek begegnet, haut ihn ordentlich aufs Maul. So, jetzt gehen wir mal einfach mal hier lang. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch noch... Ach, scheiße, ich habe keinen Zerschneider. Mist! Ja, dann holen wir uns jetzt ein Zerschneiderviech. Wer könnte denn Zerschneider hier... Nein, nicht aus meinem Team. Ich sag, Oho, leg ich dann gleich ab. Oho, wie schon gesagt, nicht geradewegs wichtig für mein Team. Ja, auch nicht Lugia. Pikachu. Ja, ich will Pikachu. Ich will euch das mal unbedingt zeigen mit dem Dingens. So, abgelegt. Jetzt fragt man sich, warum legst du? Nein, das will ich nicht mitnehmen. Was können wir denn hier? Garados kann. Also kacke, ne? Ursaring kann bestimmt Zerschneider erlernen, weil es Krallen hat. Und das wäre auch, sagen wir mal, dementsprechend logisch. So. Ablegen. Legen wir mal das Fokusband ab. Das Upgrade legen wir ab. Metallmantel legen wir ab. Brauchen wir alles im Moment nicht. Das Münzamulett nehmen wir vielleicht nochmal mit. Sonst brauche ich nichts Besonderes. Gut, gucken wir jetzt mal nach, ob dann auch... Nein, hier nicht, das wollte ich nicht. Ob Ursaring Zerschneider kann, da müssen wir nicht wieder nach unserer VM-Wieso suchen. Da haben wir Zerschneider. Ja, guck mal,
kann es, das sag ich doch, wäre auch logisch. Ne? Aber zur Nutze will ich es nicht beibringen, dann ja, wäre das ein bisschen doof, deswegen. Mal Finte. Ist ja nur so jetzt, ne? So, jetzt kann Ursaring Zerschneider. Und wir sind dann froh und glücklich. Können dann natürlich, wie schon gesagt, dann mal euch mal demonstrieren, wie das funktioniert. Das Problem ist halt einfach nur, wenn ich angreife bei einem wilden Pokémon, bringt das nichts. Nein, aber wir gehen auch einfach mal hier weiter. Wir werden uns später mit dem Orden beschäftigen. Wie schon gesagt, wir haben ja noch ordentlich Zeit. So, zack. Und können dann mal hier einfach mal nach einem wilden Pokémon suchen. Da haben wir es. Ach, guck mal, Ibitak. 29 ist schon mal respektables Level. Haben wir auch noch nicht. Also die Chance jetzt mal einfach mal einen Sternschauer einzusetzen. Und die Chance zu 90%, dass es abkratzt. Das sage ich. Den soll aber Bock nicht geben sollen. Nein, wenn wir gleich nochmal einen Ibitak sehen, dann lasse ich es angreifen. Beziehungsweise ich versuche zu fangen. Wenn es gefangen ist, haben wir auch wieder Pech gehabt. Der allseits berühmte, oft kopierte, niemals erreichte Pokémon weg. Dich kenne ich schon, dich will ich nicht hier haben. So, dann mache ich jetzt einfach mal Schaufler. Muss auch jetzt mal sein. So, Aussetzer schon fehl. Zack, weg. So. Pokémon. Ach, guck mal hier doch. Wenn ich einmal rede, dann kommen sie. Als wäre meine Stimme irgendwie. Ach, guck mal, wieder ein Ibitak. Ja. Geil, wenn es sogar noch glitzert. Naja. Ist mir bis jetzt noch nie passiert. So, also im wilden Stadium schon mal, dass ich mal glaube, ich ein wildes Ibitak mal gesehen habe, glitzern. War auch ein Kanto. So, jetzt greif mich an, Schlampe. Ach nee, jetzt werde ich Arschloch. So, zack! Da hat man es gesehen, erholt sich mit Überreste. Also ein paar HP werden immer wieder aufgeladen, wenn das Pokémon jeweils die Überreste trägt. Wenn ich jetzt schon dabei bin, kann ich jetzt auch Ibitak fangen. Ja, es bringt nichts, Ibitak. Du schaffst es nicht, Tonne zu besiegen. Es trägt Überreste. Es lädt immer wieder auf, 5 HP hier in diesem Falle. Ich glaube, das sind auch nur immer 5 HP. 5 KP. Health Points, Kraftpunkte. So, das ist meine letzte Handlung für heute. Ich fang dich. So, wo ist Medpo? Da ist Medpo. So. Was? Ach, Verfolgung. Achso, ja, Entschuldigung. Ich habe nicht richtig drauf geachtet. Ja, da sieht man dann in dem Moment, funktioniert es nicht. Auch mit Schlafpulver. Hallo. Ja, meine Güte, klappt das nicht? Das hat keine Wirkung. Okay. Die schwächste Attacke. Überlebt aber nicht. Vielleicht noch. Ja, leider nicht geschafft. Nichtsdestotrotz wollte ich eigentlich nur demonstrieren, wie, ja, halt die Überreste funktionieren. Hier ist der Radweg. Können wir ja mal zeigen. Radweg. Es geht den ganzen Weg nur bergab. Also es geht dann Richtung, wie heißt die Stadt nochmal? Keine Ahnung. Genau, Fuxania City, so sagt er mir das. Ne? Hier war Fliegen zu finden. Jetzt ist hier einfach nur ein Typ, der sagt, da unten ist Fuxania City, ne? Toll, ne? Ja, schön. Freu dich. Kriegst einen Keks. Ja, soviel dann auch zu Prismania City. Also ich bin ja hier wenig. Die letzten Folgen jetzt sind eigentlich eh nur, außer dass ich jetzt den Ort mache, eh quasi nur so der Echo TV Städteführer heute mit Pokémon Gold Prismania City. Gute Sendeidee. Wäre eine gute Sendeidee. Deswegen, hier gibt es nicht viel zu machen. Außerdem werden wir hier noch ein kleines Abenteuer erleben, neben dem Orden, wegen dem Kraftwerk, was ihr natürlich wisst, was hier ausgefallen ist. Deswegen funktioniert ja der Magnetzug nicht, deswegen funktionieren einige Pokémon-Kanäle nicht. Und
andere Lachs fliegt deswegen vor der Diktahöhle und es ist dick und fett. Deswegen wird das Ganze natürlich jetzt gemacht. Ich gehe jetzt noch Richtung Arena, damit wir dann da speichern können und dann beim nächsten Mal weitermachen können. Selbstverständlich. Ach Gott, jetzt fühle ich mich schon wie in der roten Edition, so Start drücken und dann hier reingehen. Ja. So, aber wie schon gesagt, eine ganz besondere Sache, diese Folge. Ein bisschen vom einmaligen Banditen in der Spielhalle. Der alte Sack hier, der geile Bock. Diese Pokémon-Arena ist toll. Sie ist nur für Mädchen. Du meinst, da sind nur Mädchen. Alter Mann. Naja, hat seine Tabletten vergessen. So, wir speichern ab. Das bedeutet, nächste Folge geht's weiter. Dann geht's mit Ort Nummer 11 weiter. Ort Nummer 11, den Ort mache ich dann. Ich weiß den Namen nicht mehr. Und ja, es geht weiter, liebe Freunde. Nächste Folge, wir sehen uns. Tschüss.